Moin, moin, meine lieben Gaming-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, wir machen weiter mit Alba und sind auf dem Weg zur Burg, denn da haben wir noch eine Reparaturarbeit vergessen. Die werden wir jetzt noch schnell erledigen, bevor es denn weitergeht mit der Hauptmission. Ich hoffe, dass wir unterwegs noch ein paar unentdeckte Tiere finden. Da brauchen wir auch noch einige. Und uns dann auch so allmählich unseren Unterschriften nähern, die wir brauchen. Um dann den morgigen Tag anbrechen zu können. Weil vorher möchte ich das ungern machen, weil ich dann nicht weiß, was passiert. Vielleicht haben wir dann auch die Mission gefailt und das möchte ich eher ungern. Deswegen schließen wir das vorher alles hier ab, was hier noch abzuschließen ist. Ach, das ist der Eisvogel, den haben wir schon. Weil eine andere Hauptmission haben wir jetzt nicht, außer zu Oma und Opa und essen gehen. Und dann bricht auch schon ein neuer Tag an. Und wenn das jetzt so bleibt, also die Dämmerung hier, dann denke ich mal, haben wir genug Zeit, um die ganzen Nebenaufgaben zu erledigen. Ja, ne, haben wir schon. Gedacht, den Vogel haben wir ja noch nicht. Ja. Genau so habe ich mir das gedacht. Aber was haben wir da oben vergessen? Also, eigentlich. Ich war der Meinung, dass wir alles haben, aber ja, wir gehen nochmal hoch. Schauen uns das nochmal an. Also wer so laut Musik hört, er hat irgendwas mit den Ohren. Oh, was war das? Geht die Sonne doch noch weiter unter? Nee, ne? Die steht doch da, oder was? Ja, bewegen tut sie sich auf jeden Fall nicht. Jetzt gucken wir mal, was wir hier vergessen haben. Müssen wir hier nochmal raufgucken? Hier zeigt er uns nur die archäologischen Funde an, die wir hier rausgeholt haben. Aber nichts. Ah, hier! Ah, okay. Auf Anhieb gesehen. Das Schild hier, das müssen wir auch aufstellen. Buenos Dias! Alte Burgen sind faszinierend. Dem Schild zufolge hatte diese Burg einen geheimen Eingang. Leider musste er zugemauert werden, weil sich die Kinder des Besitzers immer herausgeschlichen haben. Warte mal, Alba, du bist die Gründerin der WRLAI. Ich wollte die Petition unterschreiben. Joa, klar, das mache ich doch glatt. Na dann. Eine Unterschrift mehr. Burg öffnet nach Renovierungsarbeiten ihre Pforten. Ganz lustig, auf der Petition an letzter Stelle steht mein richtiger Name. Das ist lustig. So, das zimmern wir hier auch nochmal zusammen. Sehr gut. To-Do-Liste, zwei Sachen noch. Drei Tiere. Und drei Reinigungsarbeiten. Okay, dann können wir ja wieder runter. Ich weiß gar nicht, welchen Teil wir der Insel jetzt noch nicht entdeckt haben. Ah, da hinten, ne? Die Strandkörbe da hinten, die da stehen, die und die Sonnenschirme. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Da laufen wir mal hin. Weiter Weg, aber hier kommen wir nicht runter. Einfach so mal runterstürzen? Oder doch? Nee. Huch. Huch. Wäre wahrscheinlich zu riskant.
Ah, doch, die Sonne geht unter. Jetzt sehe ich's. Jetzt sehe ich's. Ganz, ganz langsam. Okay, da müssen wir uns beeilen. Uns wird das Essen kalt. Aber wir brauchen noch einige Unterschriften, ne? 11 Stück. 11 Stück. Das wird sowas von knapp. Na, hier unten ist auch nichts. Nö, nö, kein Müll. Weit und breit. Also was noch cool gewesen wäre, wenn wir hier irgendein Gefährt gehabt hätten, wie zum Beispiel ein Fahrrad oder ein Roller oder sowas, ne, womit man halt schneller vorwärts kommt. Das wäre ganz cool, weil die Insel ist ja, naja, riesengroß ist sie nicht, aber sie ist auch nicht extrem klein, also dass man gerade schnell alles so erreichen kann. Deswegen würde ich... Okay, das haben wir auch, da haben wir gleich eine neue Quest dazu gekriegt. Noch mehr Müll sammeln. Wäre so ein Roller, wollte ich sagen, gar nicht so verkehrt. Oder ein Fahrrad halt, ne? Oder ein Skateboard. Aber wobei, Skateboard über den Sand ist auch nicht so sinnvoll. Und ein Fahrrad wäre, glaube ich, schon cool. Aber auf dem Sand mit dem Fahrrad, ja. Nicht wirklich das Wahre. So, wer ist sie hier, Junge? Sexy Hexy. Socke. Socke. Wo bist du? Holla, hast du mein entzückendes Fellknäuel Socke gesehen? Er hat ein Eichhörnchen gesehen, laut gebellt und ist hinterher. Ich habe überall nach ihm gesucht. Vielleicht ist er in den Wald gelaufen. Bitte bring ihn zu mir, falls du ihn siehst. Okay, nächste Aufgabe. Da liegt noch Müll. Wir suchen Socke. Auch erledigt. Beseitige Müll. Auf der Promenade. Ja, wir hören Socke bellen. Hier, 5. Irgendwo muss hier noch was rumliegen. Nö. Ach da, ich seh's. 6 und 7. Okay, Flocke. Socke. Bereinige vermüllten Bereiche. Okay, ein Bereich ist noch voll mit Müll. Da, ich sehe ihn schon. Ich habe ihn gesehen. Socke, komm her. Dein Frauchen sucht dich. Die Bullerei steht ja auch schon an der Ecke. So. Finde den entlaufenden Hund. Haben wir. Bringe den entlaufenden Hund zu seinem Frauchen am Strand zurück. Komm mit. Komm mit, Socke. Dieser Hund erinnert mich immer an Asterix und Obelix. Idefix. Hieß er so, ne? Idefix, ja. So, hier durch. Stand sie da. Socke, da bist du ja. Du hast ihn gefunden. Oh, danke schön, Liebes. Wenn wir je etwas für dich tun können, musst du es nur sagen. Ja, Unterschrift. Das wäre dann alles. Dankeschön. Deine Petition, natürlich, unterschreiben wir die. Unser Bürgermeister, er glaubt, man könne Touristen nur mit diesem grässlichen Hotel anlocken. Ah, aber wo sind meine Manieren geblieben? Ich habe mich vor lauter Sorge gar nicht vorgestellt. Ich bin Marina. Socke kennst du ja schon. Von dir haben wir natürlich schon gehört. Die ganze Stadt spricht über dich. Joa. Nur noch 10.
Was haben wir denn noch? Nee, das ist die Karte. Drei Tiere noch. Und einmal ein Bereich mit Dreck. Säubern. Mal gucken, was der hier will. Tut mir leid. Du hast die letzte Überfahrt verpasst. Aber Kopf hoch. Morgen früh geht's wieder los. Von der haben wir schon Eis gekauft. Hey, Alba, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Ach nee, meine Freundin Natalia hat einen schlechten Tag und ich will sie aufheitern. Vielleicht will sie ja die neue Eissorte probieren. Würdest du sie fragen? Ich muss leider hier bleiben. Sie macht gerade da drüben beim Baum eine Pause. Vielen, vielen Dank. Das weiß ich zu schätzen. Drüben beim Baum? Das kann ja nur sie sein hier. Oder? Natalia, warte mal. Janeva will, dass ich ihre neue Eissorte probiere? Das ist so abgefahren. Eine bessere Ablenkung kann ich mir nicht vorstellen. Ich will Eis, Baby. Kriegen wir dann auch nochmal ein Eis umsonst? Wir kriegen bestimmt eine neue Unterschrift. Oh? Wow, das ist so lecker, Janeva. Bin ich die Erste, die es probiert? Abgefahren. Yep, du bist die Erste. Freut mich, dass es dir schmeckt. Vielen Dank, dass du mich aufgeheitert hast, Janeva. Du bist die Beste. Kein Ding, wir sind doch beste Freundinnen. Hey, Alba, danke für deine Hilfe. Oh ja, darf Alba auch probieren? Wenn sie überhaupt möchte. Klar. Na klar, möchtest du auch ein Eis, Alba? Ja, sehr gerne. Gute Wahl. Hier, bitteschön. Und einmal genießen. Hab, hab, hab. Nochmal danke für die Hilfe, Alba. Ich wünsche dir einen fabelhaften Tag. Oh. Unterschrift gefällig? Nicht? Können wir sie nochmal ansprechen? So unglaublich lecker. Okay, nee, das war's dann auch. Mal gucken, wem wir hier noch helfen können. Ah, hier. Oh, guck mal, die haben ein Baby im Arm. Der können wir bestimmt helfen. Die Vorbereitungen auf das Fest sind fast abgeschlossen. Ich hoffe, die Musik stört Ola nicht allzu sehr. Nee, da können wir nicht helfen. Können wir Maria helfen? Gute Arbeit mit der Brücke, Alba. Du bist ein Naturtalent. Du kannst den Werkzeugkasten behalten. Sicher kannst du ihn gebrauchen. Nee, da können wir auch nicht helfen. Aber hier ist was zum Reparieren. Vogelhäuschen. Sehr gut. Oh, wir brauchen Unterschriften. Da oben stehen schon Oma und Opa und warten auf uns. Da ist Ines. Steht da auch. Sergio, ich habe Eloy gesagt, dass er mit den Fässern vorsichtig sein soll. Hoffentlich hat er daraus gelernt. Hat auch nichts mehr. Verflixt, es wäre so episch gewesen, den Luchs zu finden. Ein Fuchs ist auch cool, aber du weißt schon, ein Luchs. Naja, aber es gab viele Unterschriften. Wir brauchen nur noch ein paar. Dann heißt es, tschüss Hotel und willkommen zurück, Naturschutzgebiet. Ja. Jetzt muss ich nochmal auf die Karte gucken. Wo waren wir denn noch nicht? Also in der Stadt waren wir, Orangenfarm waren wir, Nordstrand waren wir, Burg waren wir, Terrassen... Terrassen vielleicht, ne? Reisfelder waren wir, Hühnerhof waren wir. Auf der Baustelle waren wir. Und wir waren auf dem Naturschutzgebiet. Und was ist das für eine Insel da unten? Wie kommen wir denn da hin? Da unten rechts. Da unten rechts, da müssen wir bestimmt hin. Und die Überfahrt ist erst morgen wieder. Verdammt.
Verdammt. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das heißt, wir kommen jetzt so gar nicht weiter, weil wir ja überall eigentlich schon waren. Wir könnten nochmal versuchen, zu den Terrassen zu gehen. Aber da waren wir eigentlich auch, aber... Oh, hier sind wir runtergekommen. Also das sind ja hier die Terrassen, aber... Ach, die macht da oben Yoga. Ja, genau, das ist die Frau, die Yoga macht. Ich befürchte Schlimmes, dass wir wirklich da zu der kleinen Insel dahin müssen. Für so eine kleine Insel hatte Sekaral zu viele Treppen. Ich musste eine Pause machen. Wenigstens habe ich einen schönen Ausblick. Also, Karte, Terrasse, Reisfelder waren wir, Naturschutzgebiet waren wir auch. Stadt so oder so. Ja, ich glaube, wir müssen unten rechts, da müssen wir hin, aber... Bin mir unsicher. Ich bin mir echt unsicher. Aber da haben wir ja angefangen eigentlich, ne? Da haben wir eigentlich angefangen. Wir laufen einfach nochmal rum. Entdecke Tiere, 3 noch. Also es wäre auf jeden Fall bitter, weil erst morgen wieder ein Schiff rübergeht. Es wäre echt bitter. Wenn wir da hin müssten. Das wäre, ja... Ah, wir sprechen mal die Polizistin an. Da hat die noch was für uns. Oh, da steht jetzt auch. Wie ich hörte, hast du den Fall des Hühnerdiebs bei Elios Farm gelöst. Offenbar war sogar eine Observierung nötig. Beeindruckend. Ich weiß nicht, wer das ganze Graffiti aufsprüht, aber ich würde ihm gern danken. Die Hälfte meiner Aufträge bekomme ich nur, um Graffiti zu übermalen. Ach so. Muss ich dich etwa in den Kreis der Verdächtigen aufnehmen? Nein, das ist ziemlich schluderige Arbeit. Das war kein Profi. Und wenn ich Graffiti sprühen würde, würde ich das live übertragen, um mehr Follower zu kriegen. Genau. Okay, das heißt, achso, ja, das mit dem Adler, okay. Ja. Aber das Hotel wird alles wieder zunichte machen, das ist nicht schön. Hä? Unterschrift? Es tut mir leid, als Polizistin muss ich leider neutral bleiben. Aber unter uns, ich wünsche dir viel Glück. Ah, wir kriegen doch keine... Wir kriegen doch keine Unterschrift von der Polizistin. Wir gucken mal in unsere... Wie heißt das Ding? Ich kann das gar nicht aussprechen. Komm, schlag die erste Seite auf. Ach ja, okay. 5 von 8 haben wir entdeckt am Strand. 4 von 7 Ackerland, Wald. Also sind noch ein paar. Okay, dann gehen wir mal systematisch vor. Wir, würde ich sagen, wir gehen erstmal zu dem Strand, zu den Liegestühlen. Und gucken uns da nochmal um, ob da noch andere Tiere liegen, rumschwirren. Liegen vor allem, ja. Ja. Ich meine, hier sieht ja auch vieles gleich aus, ne? So, komm, wir zoomen mal ran. Zu klein. Haben wir noch nicht. Voila. Mittelmeermöwe.
Also vom Weiten, ohne Witz, sehen die doch gleich aus. Die Korallenmöwe und die Mittelmeermöwe. Kannst du mir doch nicht erzählen. Na ja, gut. So. Was schwirrt hier noch rum? Da? Ja, die sehen alle gleich aus. Heringsmöwe. Also, klar hat die ein bisschen mehr Schwarz an den Flügeln, aber an sich... Boah. Hier ist bestimmt wieder eine in der Luft, die wir hier fotografieren müssen. Guck mal, da drüben hin. Da drüben. Aber nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, nee. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da wieder hin müssen. Also das wäre echt zu krass. So, hier, da oben fliegt was. Können wir mal gucken. Ah, die haben wir schon. Das ist die Mittelmeermöwe. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte nochmal in unsere Enzyklopädie reingucken. Startseite. Da, X. Hä? Stand davon auch 5 von 8? Nee. Gemeiner Delfin. Ach, alles klar. Wir können auch, so wie es aussieht, Fische fotografieren. Mal gucken, ob wir hier einen gemeinen Delfin sehen. Können wir denn ins Wasser gehen? Naja, weiter geht's nicht. Und schwimmen können wir anscheinend nicht. Gucken, ob wir hier einen gemeinen Delfin sehen. Nicht wirklich, ne? Oder hätten wir den Delfin, den wir am Anfang des Spiels gerettet haben, fotografieren müssen, vielleicht? Dieser arme Delfin? Ah, da hinten sind noch ein paar Reiher, aber ich glaube, die haben wir schon. Kamera mal rausholen, mal ranzoomen, mal gucken, was er sagt. Zu klein, ne, haben wir noch nicht. Schnell hin da. Okay, dann essen wir halt um 24 Uhr bei Oma und Opa. Ist auch egal. Ah, fliegt nicht weg. Ein Kormoran. Okay. Ein gemeiner Delfin vielleicht noch irgendwo hier? Das wäre nämlich super. Nö. Hey, fliegen wieder. Die haben wir bestimmt schon, ne? Ja. Fluss. Flussschwalbe oder Möwe? Flussseeschwalbe. Dann wieder zurück. Eins noch. Ein Tier brauchen wir noch. Das ist so ein toller Ort, um zu entspannen und die Natur zu beobachten. Da auf den Felsen sitzen Vögel und trocknen ihre Flügel. Ob das wohl Kormorane sind oder eher Krähenschwarm? Bist du für eine? Dich haben wir schon. Genau, das ist der Kormoran. Aber wir haben doch schon mehr am Strand entdeckt. Oder ist das ein anderer Teilabschnitt? Verstehe ich nicht.
Bleibt immer noch 5 von 8 stehen. Wo wir hier jetzt schon zwei neue Arten fotografiert haben. Wir gehen einfach mal hier weiter den Strand entlang. Sitzt da oben drauf. Kennen wir auch schon. Herings, Schwalbe. Hier musst du wirklich alles anvisieren. Oh, was ist das? Haustaube. Nee, das Radio wollen wir nicht verstellen. Was bist du für eine? Heringsmöwe. Aber Baustelle haben wir nicht, ne? Wir können auch mal zum Ackerland nochmal gehen. Aber Strand 5 von 8? Okay. Ja gut, der gemeine Delfin, denn der Eleonorenfalke und die Krähenschwabe. Ackerland, Haushuhn, Hausesel, Stieglitz, Turmfalke, Steinkauz, Rauchschwabe. Im Wald haben wir alle. Sumpfgebiet. Ach, Stockente und so. Mehlschwalbe. Ah, da könnten wir eigentlich auch nochmal hin. Ja, und da fehlt uns nur auf dem Berg der Paradellux. Ja. Oh. Wir gehen nochmal zum Ackerland. Und dann gehen wir nochmal zum Sumpfgebiet. Ackerland ist hier. Ah, da fliegen auf jeden Fall ein paar Vögel rum da hinten. Da ist doch schon eine Kamera raus. Gebirgsstelze haben wir. Zu klein, okay. Reicht nicht, zu unscharf. Bleib stehen. Jawohl. Rauchschwalbe. Scanne mit deinem Handy alle Tiere. Wir haben keine Unterschrift gekriegt. Das ist nicht gut. So. Na, nochmal. So wollte ich nicht zumachen. Ackerland. Zwei Stück noch. Und zwar Turmfalke und Steinkauz. Steinkauz ist doch... Das ist doch eine Eule, oder was? Wo ist die Eule? Steinkauz. Lachmöwe haben wir. Rauchschwalbe haben wir. Okay, was ist das hier? Gebirgsstelze. Wir scannen einfach mal den Luftraum her. Da ist noch irgendwas. Zu weit weg. Dichter ran. So, das muss reichen. Nein, jetzt fliegt er auch noch weg. Nee. Nein. Immer noch zu klein. Schleichen wir uns mal ran hier.
flieg doch nicht weg. Komm, lande. So, jetzt aber. Und das ist ein... eine Mehlschwalbe. Haben wir Kuhreihe. Flamingo haben wir. Sehr schön. Ah, hier haben wir auch alles aufgeräumt und sauber gemacht. Vielleicht da hinten noch? Also hinter der Burg? Könnte sein. Kommen wir da hin vielleicht? Könnte man hinkommen, ne? Also da ist nochmal großer Strandabschnitt. Könnten wir eigentlich mal versuchen, hinzugehen. Ich würde aber sagen, wir machen erstmal Schluss an dieser Stelle. Und machen im nächsten Video weiter. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr keines meiner Videos mehr verpassen wollt, abonniert diesen Kanal. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir hören uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.